Hey Leute und willkommen zu einer neuen Runde Minecraft Bed Wars mit mir, dem Tom. Und wir spielen wieder auf der Map Tuk Tuk Island. Einer meiner Lieblingsmaps, ja. So. Er schreibt einfach mal geil. Ja, ist richtig geil alles hier. Ja, was ist geil? Verstehe ich nicht. Ich verstehe es nicht. Okay, erstmal in die Mitte bauen, erstmal Bogen sichern. Dann sieht das alles hier schon ganz anders aus. Ich hoffe, es kommt mir einer hier hinterher mit neuen Blöcken. Weil viele habe ich nicht mehr. Nur noch 10 Stück jetzt. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. I'm out of blocks. Ja, cool, danke. Echt, euer Support ist großartig. Wollt mich ja. Oh, hier liegen einfach 42. Es hat einer mitgedacht. Aber leider ist das ein bisschen zu spät. Weil so wie die da hinten hätten wir das machen müssen, meine lieben Damen und Herren. Nämlich, dass einer hinter mir hergeht, tatsächlich. Und wenn ich out of blocks bin. Naja, fickt euch. Fuck the system. Ich komm mit. Digga, what's up? Boah, ich hoffe, er weiß nicht, dass ich hinter ihm bin. Oh. Okay, er weiß es leider. Aber es juckt mich nicht. Shit. Nein, 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 nein. Ja, jetzt haben die doch einen Bogen, das ist doch unfair. Was macht mein Team schon wieder? Da mal kurz. Ach, wir sind nur zu zweit. Das meint er wohl mit geil. Jo, das ist wieder. Ey, warum habe ich hier immer eigentlich den Nachteil? Ich finde das nicht gerecht. Finde das sogar sehr gemein. Egal. Also, welches Team hat mich gerade ein bisschen genatzt? Richtig, blau. Blau war das. Die einfach schon krasses Equip haben, wohingegen ich ja nichts habe. Na? Kann man das auch wirklich sagen. Aber dafür komme ich von oben zu rot. Und habe damit schon mal ein direktes Nachbarteam hier. Wenn ich es schaffen. Ach, jetzt habe ich die ganze. Oh mein Gott, Leute, diese Inkompetenz von mir ist manchmal echt gnadenlos. Holy shit! Er hat ein Schwert. Fuck, das habe ich nicht. Alter, ich habe gar nicht bemerkt, wie viel Schaden ich bekomme. Ah Mann, ich hätte ihn töten sollen, ey, anstatt da so inkompetent vorbeizulaufen. Ich hoffe, der Lothar passt ein bisschen auf unser Bett auf. So, hier, take this. Ich brauche nur noch eine Spitzhacke. Mehr brauche ich nicht. Ich werde eh drauf gehen. Oh Mann, der Gelbe ist einfach inkompetent. Der da gerade versucht hat, bei Rot was zu reißen. So läuft das natürlich nicht. Das hätte ich mir auch direkt sagen können. Er denkt sich jetzt natürlich, ja, ich sammle jetzt mal ein bisschen Gold hier, ne? Aber nee, nee, nee. Nee, nee, nee. So einfach ist das ja jetzt nicht. Also ein bisschen Widerstand ist ja tatsächlich da. Den biete ich auch höchstpersönlich. Der Lothar ist jetzt auch da. Der Lothar hat sogar einen Bogen, ist also ziemlich cool alles. Ja, oh mein Gott. Und der Turm kann sich jetzt auch einen gönnen. Ist auf jeden Fall eine starke Sache. Sache, Sache, Sache. So, diesmal gibt es keinen krassen, unmöglichen Sprung, den ich schaffe. Der Lothar wurde getötet. Gut, dass ich mich jetzt hier verzogen habe. Alter, kann ich bitte einmal die Fresse halten? Ich bin jetzt einfach mit 6 Gold tot, ja? Ach, dieses Spiel ist so gemein. Echt, dafür werde ich rot zuerst das Bett kaputt machen. Dafür werde ich rot zuerst das Bett kaputt machen. So einfach ist das jetzt. Also einfach ist es nicht. Es ist alles andere als einfach. Aber ja, was soll ich anders tun? Die haben mich genatzt. Ich will die natzen. Ein ewiger Kreislauf. Er hat mich schon gesichtet. Juckt mich nicht. Okay, tötet er den? Komm schon. Ah, schade. Egal, ich ziehe weiter durch, Leute. Okay, er verzieht sich. Okay, vielleicht wenn ich jetzt direkt. Ach, ich sammle mir den Bogen, komm. Ich sammle mir erstmal einen Bogen. Das ist, glaube ich, wichtiger.
1, 2, 3, 4. So, das war's für mich. Bitte lasst mich jetzt nach Hause gehen und lasst den Lothar auch überleben. Weil wir sind echt nicht so die Reichen vom Equip her, ja. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Oh, danke. Oh, das ist schön, ey. So, I got a bow too. That's really, really nice. Ich höre auf Englisch zu sprechen, keine Sorge. Der Lothar macht gerade wieder richtig gefährliche Sachen. Aber was machen auch die Roten da? Lothar, bitte. Ich bitte dich, Lothar. Lothar, ich bitte dich, danke. Mal, es ist unfair, dass die unsere Treppe abgebaut haben. Weil ohne Treppe sind wir ein viel leichteres Ziel für die anderen. Ich sage, jetzt werden wir gleich hier direkt gerusht. Also es wird versucht, uns zu rushen halt. Ich hoffe, wir können das einigermaßen gut abwehren. Aber wir haben 2 Bögen. Es sollte also eigentlich ganz cool sein. Das Problem ist, diese Runde wird nicht so gechillt wie die andere. Meine Freunde. Diese Runde wird anders. Sie wird beherrscht von Spannung. Oh ja, das wird sie. Sie wird beherrscht werden von Spannung. Danke. Verpiss dich. Du hast hier gar nichts zu melden, ja? Okay, Sharpness 1. Warum rede ich von Sharpness Sword? Das juckt eh keinen, weil jeder das hat. Ah, schade. Den kriege ich nicht mehr. Aber vielleicht kann ich es jetzt mal wagen. Oh, jetzt schießt er auf mich, glaube ich. Shit, hier haben wir nicht zu Ende gebaut. Okay, das ist mir zu gewagt, da zu bauen, weil dann hat. Holy shit, hinter mir ist eine Mitbogen. Weil dann haben die so viel Zeit, mich zu treffen, das ist einfach. Es wäre mir nicht wert gewesen. Also dieses Risiko einzugehen. Er baut er jetzt erstmal schön. Obwohl er weiß, dass ich einen Bogen habe und er damit keine Chance hat. Also tschö. Tschö mit Ö. Okay, mein anderer lebt noch. Gott sei Dank, ey. Ich dachte schon, es würde ihn nicht mehr geben auf dieser Welt. Das wäre echt nicht schön geworden. Unser Bett ist auf jeden Fall krass eingebaut. Krass, Digga, krass. Ich hörte, da kommen die nie durch. Okay, ich kümmere mich ums Bett. Ich muss schließlich tun, was ich tun muss. Und das ist mal wieder das Bett ein bisschen besser hier einbauen. So, dafür brauchen wir Endstone. Mehr Endstone. Noch mehr Endstone. Und vielleicht ein bisschen Endstone. Mal gucken. Nee. Also 35 Endstone sollte erstmal reichen. Oh, danke. Danke, danke, danke. Ja, komm her. Gold, wo bist du? Da. Das ist erstmal wieder so ein bisschen durch die Weltgeschichte geflogen. So, also Leute, ihr könnt viel von mir lernen. Das Bett baut man nicht direkt mit Kisten ein, weil man durch diese Kisten, die haben an der Seite hier immer so einen kleinen Bereich, wo man durchschlagen kann. Deswegen am Bett direkt lieber mit Endstone. So, das auch mit Endstone zu. Dann hier oben noch ein schniekes Dach mit Endstone. Ich meine, da geht eh keiner hoch, deswegen kann man das ruhig mit Endstone machen. Und es ist einfach nur dafür da, dass da eben keiner hochgeht. So. Okay, jetzt brauche ich Kisten. Also, ich zeige euch jetzt eine altbewährte Einbautaktik von mir. Ich glaube, ihr werdet sie ziemlich cool finden. Guck mal, jetzt wieder kommen, ne? Mach einen Abgang, Kollege, bitte. I'm always there. Kisten holen wir uns 8 Stück. Er hat einen Eisenblock gegönnt uns hier, einen Block of Iron. Mit dem werde ich jetzt das Ganze diesen schönen kleinen Akzent geben. Nämlich genau hier. Perfekt. Das war ein guter Akzent. Ach shit, ich muss den gleich wieder abbauen, weil da soll ja was anderes hin. Hahaha. Okay, gelb wird anscheinend gerade von rot gemacht. Moment. Gelb wird gerade von rot gemacht. Sehe ich da nur einen roten? Nee, nee, das sind schon mehrere. Also los. Er hat es auch verstanden, glaube ich. Schildblau schießt auf uns. Bitte nicht.
Es wäre so dermaßen ärgerlich. Okay, ich mache einen Abgang zu Rot. Komm schon, das wäre episch. Das wäre episch. Bitte lass es einmal funktionieren. Okay, er war One-Hit. Juckt mich nicht, was du machst. Yes! Alter, ich kann nicht mehr rennen. Schieß ihn runter, Tor. Alter, nein, Inkompetenz. Meine Inkompetenz hat zugeschlagen. Fuck. Oh Gott, danke, Lothar, ey. Oh shit. Oh shit, Gott sei Dank wollte ich sie kontern. Und Gott sei Dank hat es funktioniert, ey. So, weil ich habe nur darauf gewartet, dass zwei Namen von Rot, also das Gelb halt von verschiedenen, boah, Alter, Gott sei Dank, ey. Das Gelb halt von verschiedenen Roten getötet wurde. Das habe ich dann einmal im Chat gesehen und dann dachte ich mir, okay, let's go. Und tatsächlich so war es. Es war nur noch ein Roter in deren Base. Und ja, der war dann mal schnell nicht mehr in deren Base, sondern im Himmel. Sehr gut. Und deren Bett existiert auch nicht mehr. Und das Team Rot, das restliche, denke ich, wird gleich auch gekriegt. Moment, das ist, glaube ich. Nein, das dauert länger als ein Endstone. Ja. Okay, hier machen wir auch noch zu. Lothar ist gestorben. Okay, macht nichts, Lothar. Wir sind beim Game Game. Kommt, warum sollten wir jetzt kommen? Erklärt's mir. Gib mir eine Begründung. So, hier machen wir auch noch zwei Kisten vor, damit es immer länger dauert. Immer länger, immer länger. So. Okay, sieht doch schon ziemlich stark, stabil aus. Ja. Der gute alte Lothar wird sich. Alter, was macht denn Blau bitte? Ja, das ist doch schon wieder. Das ist dann wieder uncool, so ein bisschen. Das heißt, wir sollen gleich auf die Enderperle sparen und auf die Stärketränke und das dann einfach wieder am Blau verschwenden, oder wie sieht das aus? Okay, jetzt ist ein Blauer down. Down, down, down. Okay, ich glaube, die sind gerade ein bisschen wütend auf Blau, weil die die als Loser bezeichnet haben. Finde ich völlig gerechtfertigt, ja. So, juckt den Lothar einfach nicht. Achso, er hatte eine Chestplate. Okay, ich werde das Ganze hier mal ein bisschen stabiler machen. So, da kommt ein Roter. Shit, shit, die wollen uns zuerst. Die wollen zuerst uns haben, ey, die Penner. Kick ihn bitte. Tom, nein, warum hat deine Inkompetenz nicht, warum hat deine Inkompetenz gesiegt und nicht deine Klugheit ausnahmsweise mal? Oh shit, jetzt, die wollen Beef mit uns, weil ich deren Bett kaputt. Lothar, das, och Mann, ey Lothar, das ist echt richtig uncool. Weißt du, wir haben jede Chance der Welt. Und er verlässt das Spiel. Ja gut, alleine schaffe ich das nicht. Nee, alleine habe ich keine Chance. Das habe ich jetzt schon verloren. Okay, ein Roter ist weg. Dankeschön, liebes Blau. Und jetzt kommt nur noch er. Aber trotzdem, das ist witzlos gegen drei. Witzlos gegen drei Blaue hier zu kämpfen. Er hat den besten Bogen. Wenn er mich einmal hat. Bin ich tot, logischerweise. Er springt da wie so ein kleiner. Shit, ey, ich muss mich zurückziehen. Komm schon. Alter, danke, echt. Boah, hat der viel ausgehalten, ey. Okay, ich will das Bett noch kurz weiter zubauen, damit ich einfach Chancen habe, die wegzuboxen, wenn die das kaputt machen wollen. Oh, kann ich mir einen Stärketrank kaufen, bitte, ey. So, okay, jetzt, das reicht erstmal.
Es ist erstmal ganz stabil. Okay, so. Stärketrank ist machbar. Der ist schon mal wichtig, falls sie angreifen sollten. Ja, ich weiß gar nicht, ob das Sinn macht, mich allein hier in den Kampf zu stellen, aber ich will das Spiel nicht verlassen, weil das ist sowas für Pussys wie den Lothar. Das war echt nicht stark, Lothar. Das schaffen echt... Du bist echt kein richtiger Teamspieler, weißt du? Jetzt stehe ich alleine gegen drei Blaue und habe quasi null Chance, wenn die mich hier einmal bekämpfen. Es sei denn, ich gehe jetzt vielleicht... Ja, das Problem ist halt, dass jetzt der da hinten noch dran ist. So. Ich müsste die halt einmal alle down kriegen. Dann hätte ich vielleicht den Hauch einer Chance, den ich eigentlich schon aufgegeben habe. Okay, ich will einmal gucken. Ich brauche echt Gold. Problem ist, bei mir spawnen zu wenig. Ich müsste einmal zu den anderen Base, zu Rot. Bei Rot wird so saftig viel Gold liegen. Da wird so krass viel Gold liegen, das ist einfach unglaublich. Das ist richtig unverschämt. Ein Warporter. Gut, dass er mich so ein bisschen dran erinnert hat. Komm, ich glaub's aber selbst nicht. So, Warporter. Dann Traps. Traps sind mega wichtig. So, hier zwei. Dann hier eine. Also ein bisschen zwei. Und dann noch direkt vorm Bett. So, damit die immer schön ein bisschen aufgehalten werden. Von ihrem Vorhaben, mein Bett kaputt zu machen. Oh shit, oh shit. Oh shit, das könnte spannend werden, Alter. Komme ich in die Mitte? Ja, ich hab's geschafft. Holy moly. Er will mich richtig hart natzen. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Alter, ich bin richtig angespannt. Alter. Da ist er, okay. Den muss ich mir jetzt holen, so leid es mir tut. Das ist der Gommelskin, okay, genau den habe ich gesucht. Ein anderer wird hoffentlich nicht in der Mitte sein. Im Notfall höre ich es ja an den Traps. Da muss ich mich ganz schnell nach Hause warpowdern. Nach Hause Warpowdern. Das ist auch ein krasser Begriff, Toren. So, okay. Jetzt bekämpfe ich das Gold. Das ist insofern stark. In der Hinsicht, dass ich Gold kriege. Ich bin ein Typ der krassen Formulierung, ich weiß. Jo Leute, morgen am Montag fängt mein Praktikum an. Ich weiß gar nicht. Oh shit. Oh shit. Oh shit, haben die mir gezogen, ey. Okay, besten Bogen for the win, würde ich da mal behaupten. Dann ziehe ich mich einmal kurz zu dem Team hier zurück. Zu dem Team Rot. Shit, ich muss mich richtig beeilen, wenn ich jetzt das Gold da oben aussnacken will. Unser Silber, gib mal her. Oh, Gold. Und ab nach Hause. 6, 5... Da hinten sieht man schon meinen Kreisel bei uns, stark. So, okay, ich bin wieder back at home. Back at business. So, ich habe 30 Gold, das heißt, der beste Bogen ist auf jeden Fall in the house. Stärke. Bessere Spitzhacke. Erstmal nur keine Gold. Weil ich das Gold echt nicht verschwenden will. Du hast die besten Teammates ever. Ghost 1, Ghost 2.
Oh Gott, Alter. Ja, ich weiß, ich habe wieder die besten Teammates. Nämlich keine. Es ist so geil, ey. Ohne Witz, ich verstehe es nicht. Warum leften immer meine Teammates? So, erstmal hier ein bisschen zubauen. So. Hauptsache, es ist noch ein bisschen mehr geschützt. Es ist so schwer. Ich weiß einfach nicht richtig, was ich machen soll. Okay, geh Mitte. Also, Varanov, bitte nicht ghosten. Du hast dir doch die Folge bestimmt angeguckt, in der ich das gesagt habe. So. Ja, selbst wenn da einer wäre, hätte mich nicht gejuckt. Hätte ich meinen Stärketrank gesuppelt und die einfach vernichtet. So, alle sind da. Okay, das ist gut. Boah, Alter, ich weiß auch nicht. Das ist halt so schwer, die da zu treffen in ihrem scheiß Bünkerchen da. Also, die haben so einen Vorteil dagegenüber. Mir. Ja. Krass. Shit, ich habe das Warporter vergessen. Egal, ich kann einfach zu Rot rennen. Habe ich Eisen dabei? Nee, aber da wird genug sein. Da brauche ich mir keine Sorgen machen. Ich mache mir nur Sorgen, wie ich das Bett bitte abbauen soll, ey. Boah, Alter, ich weiß es echt nicht. Ein Hit. Zwei Hit. Verzieh dich. Boah, lol! Oh mein Gott! Das war episch! Das war ein richtig krasser Shot, ey. Wie er die Treppe da hochrennt und ich ihn einfach getötet habe. Wo sind die? Ah, jetzt kommen sie wieder, schade. Na, das hätte ich mit 24 Gold eh nicht wagen sollen. Wagen sollen tun, hätten sollen tun. Ich gönne mir hier noch ein bisschen Gold. Aber bis ich satt bin an Gold. Er war ein One-Hit. Der Jan und Erik. Ist eine starke Sache. Bei den Toten in der Base liegt 9 bis 10 Gold. Ja, aber. Warte. Yes! Wieder einer weg. Der Slimecraft. Okay. Okay. Alter, ich kann, wenn ich ganz viel Glück habe, kann ich das theoretisch noch schaffen tatsächlich. Weil nur noch der da oben ist jetzt gut equipped, ne? Sehe ich das richtig? Oder haben die da oben einfach eine Kiste hingetan, wo die Sachen hinhaben? Und die equippen sich jetzt alle schon wieder richtig crazy. Crazy des Todes. Essen. Alter, ich muss regenerieren. Wenn die sonst kommen, bin ich am Arsch. Mann, ich hätte echt einen gebraucht, der jetzt noch ein bisschen hinten auf meine Base aufpasst. Wisst ihr Bescheid? So, ich gehe jetzt dahin, dann porte ich mich nach Hause. Dann versuche ich nochmal die Mitte zu stürmen. Und wenn ich die Mitte dann nochmal habe, werfe ich eine Enderperle rüber, trinke meinen Stärke Gedöns und versuche es einfach. So, jetzt muss ich mich echt beeilen. Zack, das wird. Ne, es wird nicht knapp, alles gut. Liegt hier noch. Oh, danke. Das habe ich nämlich noch gar nicht überprüft eben. Warpowder und ab nach Hause. Oh, schade, dass es jeder auf der Map hört. Das wäre viel taktisch. Man könnte viel taktischer damit spielen, wenn das nicht jeder hören würde. Ja, in der Toten, bei dem Gelben, da gehe ich aber nicht hin, weil die mich da. Oh shit, da kommt ja einer. Was? Lol. Oh Gott. Ah, war kurz gefährlich. War kurz spannend. Mein Bett ist alles in Ordnung damit. Ja, das ist alles super. Was wollen die denn alle? Jetzt hat er wieder eine Trap ausgelöst. Er sammelt die ganze Bronze ein, die brauche ich eh nicht. Okay, aber ich weiß, dass sie nicht equipped sind. Das heißt, Special Enderpearl. Gold in die Chest. And let's go. Oh ne, fuck, er bekämpft da hinten. Oh Mann, das ist gemein. Er bekämpft da jetzt den Weg in the middle. Wenn ich den einmal treffen könnte, könnte ich den runterschießen. Dann würde ich das direkt wagen.
Von hier aus kommt meine Enderperle niemals im Leben an. Da brauche ich gar nicht zu versuchen. Ich weiß. Ach shit, ey, ich hole mir eine Rettungsplattform auf jeden. 1, 2, 3. Ja, da kommt wieder einer. Ist stark. Ist stark. So, eine Rettungsplattform habe ich. Okay, eigentlich macht die noch mehr Sinn in Verbindung mit zwei von den guten Dingern. Also nochmal 1, 2, 3 und das Silber für Warp Powder. Beziehungsweise Eisen. Silber nennt man das jetzt bei mir. Hm. Der baut sich von. Oh jo, ich sehe es. Oh jo, danke. Das ist eigentlich gemein, was du gerade machst. Aber dann werde ich den Weg gleich ausnutzen. Und kann ich damit schon ziemlich trollen. Kriege ich den von hier aus runter? Locker. Okay, der ist down. Kommt jetzt der? Ne, der macht sich auf den Rückweg. Okay, Leute, jetzt oder nie, oder? Oder? Ich weiß es nicht. Sind die alle in der Mitte? Aber ne, der muss seinen Weg noch ein bisschen länger zu mir bauen. Nice, und jetzt YOLO. Na, ich weiß es nicht. I fucking don't know, my friend. Das ist echt eine mega krass schwere Entscheidung, wegen dem da. Weil wenn der, da oben kann er mich treffen, ey. Ich bin mir nicht sicher. Ach komm, ich baue mich da jetzt hoch. Dann werfe ich, gehe ich da kurz drauf, werfe meine Enderperle und dann ist alles schnuggi. Hoffe ich doch mal. Soweit der Plan. Ob der Plan funktioniert, ist dann noch eine andere Question. So, ich hoffe, er kommt jetzt nicht. Egal, sonst töte ich ihn einfach. Aber ich hoffe, er nimmt dann nicht mein ganzes Gold aus der Kiste. Boah, Alter. Wir fast aus dem Tower of Freshness. Aus dem Tower of Freshness gefallen. Er baut sich weiter. Das ist perfekt. Genau so entspricht das. Das entspricht genauso nach meinem Plan. Dies, das, Ananas. Machen Abgang. Der kommt wieder, der ist wieder weg. So, jetzt. Wenn ich jetzt runtergeschossen werde, Torben, darfst du nicht vergessen, du hast da so eine schnieke Rettungswende. Okay, er portet sich nach Hause mit seinem ganzen Shit, den er hat. Also mit dem Schild rede ich von Gold, dies, das. Shit, ich hätte mir vorher eine Eisenspitzhacke kaufen müssen, ne? Okay, los, 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 los. Ganz sneaky hier. So. Okay, Leute, das war sneaky. Okay, er kann mich dadurch gleich hitten. Das stellt ein Problem dar. Oh shit! Oh fuck! Oh fuck! Oh fuck! Shit, 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 shit. Bester Bogen, bester Bogen. Eisenschwert. Stärke. Ich brauche Rüstung. Kommt der? 1, 2. Wo ist die dritte? Ich weiß es nicht. Shit. Ah, fuck. Er hat mich gesehen. Das wusste ich nicht. Oben. Okay, oben. Nein, die kommen jetzt erst, oder? Besten Bogen. Besten Bogen. Ich glaube, die skypen. Ist das Problem.
Schauspieler Jan und Erik ist gestorben. Ne, ich weiß noch nicht, ob ich die jetzt trinken. Shit. Ich hab irgendwo Fall Damage gehört. Wo ist der? Wo zur Hölle ist der? Ich habe meine Stärke jetzt getrunken. Ich weiß nicht, ob das so klug war, weil ich ihn hier gar nicht finde. Er hat mich ge-one-hitted. What the fuck, really? Oh man, ey, er hat mich ge-one-hitted. Das ist so bitter. Alter, er one-hit mich die ganze Zeit. Das ist echt bitter. Boah, shit, ey, ja, hab ich verloren. Ja, super, jetzt kommt gleich sein zweiter Kollege an, ne? Ah, shit, das ist so bitter. Ach man, echt, ey. Ach man, ach man. Ach man, ach man, ist das bitter. Ach man. Oh lol, jetzt tötet er mich sogar noch. Weißt du, es juckt ihn auch gar nicht, ob. Boah, Alter, die sind schon wieder. Ja, ohne Witz, ist es so lächerlich, ja. Super, ihr habt's geschafft. 3 gegen 1. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ich hab euch die ganze Zeit in der verkackten Base verkämpft. Das Einzige, was ihr gemacht habt, ist nichts. Ach komm, ey, ohne Witz. Gebt mir noch eine Chance. Oh nein. Ach, das ist so bitter. Egal, also auf jeden Fall, die Einbautaktik funktioniert, Leute, wie ihr merkt. Run, boy, run. Das geilste Jungle. Run, boy, run. Komm, gebt mir die Chance, euer Bett noch kaputt zu machen. Dann werdet ihr cool. Leute, bitte, bitte, bitte. Ah, der kriegt mich, der kriegt mich. Nein, tut er nicht. 18 Gold habe ich. Okay, ease, ease, ease. Oh, Alter, ich habe mich so erschrocken wie sonst was. Nein, bitte lass mich hier drüber, danke. Oh, fuck, da war eine Trap, ey. Shit, Digga. Oh, kack. Okay, okay, beide, beide, beide. Ah, hier war noch eine, ey, das ist doch gemein schon wieder. Ich kann den auch nicht planten, den Block gerade. Hier muss ich, glaube ich, gar nicht lang. Ah, die kriegen mich noch. Lass mir wenigstens das Bett. Das Bett. Danke. Oh mein Gott, ich habe noch das Bett gekriegt, ey. Ich habe einen gekillt. Oh mein Gott. Ah, GG. Scheiß Team, ey. Alter. Alle geleftet. Oh Mann. Okay, Leute. Wenn euch die Runde trotzdem gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach hoch da. Für mehr Videos schreibt bitte in die Kommentare. Oder schreibt mal in die Kommentare, welche Maps ihr sehen wollt, ja. Tuktuk Island ist ja eine meiner Lieblingsmaps. Nur ich habe halt. Boah, das war einfach so wieder. Es war einfach wieder das größte Bullshit-Team, ja. Wo einfach alle geleftet sind. Ja, egal. Was willst du tun? Wir haben das Bett am Ende noch gekriegt. Wir haben tatsächlich noch einen von Blau vernichtet. Und ja. Ja, ja. Ich hätte mir vielleicht vorher noch was zu Regen holen sollen, aber es war schon so fast zu spät, also war es eigentlich ganz gut, das so zu machen. Morgen fängt mein Praktikum an bei Gelsenet, ist eine IT-Firma hier in Gelsenkirchen. Und ja, mal gucken, wie es dann mit den Videos wird. Ich hoffe, sie kommen trotzdem täglich. Wir werden es sehen, Leute. Das war auf jeden Fall eine gute halbestündige Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Abonniert, um nichts mehr zu verpassen. Haut rein und ciao.